zur Nummer 1 in Deutschland und das kennt ihr bestimmt. Man schaltet das Radio ein und es läuft Song. Eine Station weitergesetzt, es läuft der gleiche Song. 3 Stunden später wieder das gleiche. Ja, es gibt Stücke, die scheinbar eine magische Anziehung auf Radioredakteure haben. Damals war das nämlich so, ein Mensch durfte entscheiden, welchen Song er spielt. Heute macht das irgendeine Software, eine, die auch gleich analysieren kann, ob ein Song zum Hit taugt oder ihn gleich hittauglich frisiert. Und ich kann euch sagen, nicht nur 2004 hat die Nummer 1 der deutschen Charts lastwagenweise Hass eingezogen. Auch 1986 und auch heute ist das noch so. Hier ist der Albtraum aller über 26-Jährigen. Level 42 mit Lessons in Love. Und die nächste Ausgabe der Retro Top 10 gibt es dann am nächsten Samstag um 19.10 Uhr oder am Sonntag um 13.10 Uhr auf einem Bildschirm Ihres Vertrauens. Auf Wiedersehen.